Willkommen zurück zu Uncharted. Das letzte Mal haben wir beendet, indem wir die beiden Glocken gleichzeitig ertönen lassen. Und jetzt geht's hier weiter in den Untergrund. Hier auf die Leiter. Alles, was wir wissen müssen, steht genau hier. Ist ein Kinderspiel. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Das ist eine gute Frage. Er ist da drüben! Herrje. Ein spanischer Silberkelch. Oh, hier braucht das Spiel erstmals eine kurze Ladezeit. Ja, aber schön, dass es bis jetzt ohne ausgekommen ist. Oh Mann, die Typen sind überall. Damit hat er recht, der Nate. Die sind wirklich überall. Ach, herrje. Los geht's. Ich seh ihn! Da ist ja noch einer. So, und hier können wir rauskommen. Jetzt geht's wieder nach oben. Oder auch nicht. Jetzt geht's hier erstmal in den großen Komplex. Wenn man hier mal runterfällt, dann ist das nicht so geil. Deswegen konzentrieren wir uns da lieber. Zwei Sprünge haben wir gut überstanden. Jetzt auch noch den dritten. Der vierte ist ein bisschen ungefährlicher. Ah, und hier geht's zwar tief hinunter, aber der Sprung an sich war kein Problem. Das ist vollkommen inakzeptabel. Was erwarten Sie von mir, Roman? Meine Leute sterben wie die Fliegen. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Oh, es ist nicht nur Drake! Verdammt! Ich sage Ihnen, diese Insel ist verflucht! Genug. Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil! Ihr Anteil, Eddie, hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Roger. Taikamu! Mattia Dallo! Sialan! Warum haben Sie nochmal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut. Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein dürfte. Ich sage Ihnen doch, Eldorado ist mehr wert, als Sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. Also hieß der andere Roman. Okay, das klingt doch mal ganz interessant. Da haben sich zwei in die Haare gekriegt und wenn es bis jetzt noch nicht zwei Fraktionen gab, dann wird es wohl jetzt zwei geben. Mal ganz kurz, kann ich mich hier entlang hangeln? Nee, kann ich nicht. Okay, dann probiere ich es auch nicht weiter. Ansonsten hätte es da hinten eventuell, wenn man sich so rüberhangeln könnte, einen Schatz geben können. Ah, hier wurde ein schönes Licht aufgestellt. So sehr erhellt es den Raum aber auch nicht. Okay, hier sind wir vorerst sicher. Aber hier geht's wahrscheinlich weiter mit der Action.
Hey. Das war jetzt nicht so nett. Ah, okay, da muss ich richtig getimed rüberhechten. Na, Mann, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, vielleicht muss ich irgendwas dazwischen stellen. Okay, ich probiere es einfach nochmal. Nein! Oh Mann, warum habe ich Kreis gedrückt? Der wäre einfach so durchgerannt. Ja, okay, dann renne ich jetzt einfach durch. So, jetzt aber. Da hätten die einmal ruhig ein bisschen länger Zeit geben können. Dem Schatz auf der Spur. Oh, das klingt doch gut. Ja, jetzt gibt es hier viele Abzweigungen. Hier geht's nicht weiter. So, wo geht's denn hier oben hin? Auch nicht weiter. Dann geht's wohl hier hinten weiter. Also, das Tor können wir auch sicher aufmachen. Oder auch nicht. Irgendwie anders vielleicht? Vielleicht muss ich da auch rüberklettern. Hm. Ach, Momente mal. Da sehe ich ja was Interessantes. Da ist nämlich wieder eine Liane. Auch da. Die hatte ich ja total übersehen. Moment. Wahrscheinlich geht's hier hoch. Irgendwo hier. Geht's weiter. Ich muss jetzt nur noch mal kurz schauen, wo genau. Also vielleicht hier. Nee, da springt er ein bisschen unmotiviert. Jetzt aber. Schaffst du das, darüber zu springen, Nate? Okay. Weiß nicht, was er da als Ziel hatte, aber er ist auf jeden Fall gesprungen. Jetzt sehe ich auch, wo man weiterkommt. Nämlich direkt gegenüber. Jetzt aber, jawohl. Und jetzt hier rüber. Und dann schaffen wir es bis hier hinten hin. Und jetzt geht's nach oben. Sogar noch weiter, als ich dachte. Ich habe immer so ein Problem damit, nach vorne zu laufen und ihn einfach fallen zu lassen, da ich denke, dass er vielleicht in den Tod stürzen könnte. Deswegen möchte ich da eigentlich nicht, dass er sich fallen lässt, sondern möchte B drücken, damit ich auch kontrolliert falle. Uiuiui. Das war jetzt auch nicht kontrolliert gefallen. Auf jeden Fall noch einer. Uiuiui. Hier unten geht's, glaube ich, nochmal weiter. Ganz kurz dich nochmal erledigen. Dann nochmal rüberspringen. Da hinten ist eventuell noch was. Ah ja, ja, hier geht's weiter. Oh Mann. Okay, da kommen wir also ins selbe Areal. Hier quasi nur eine Etage drüber. Okay, gut, die Granate ging ins Leere. Los geht's. Der nächste ist erledigt. Ha, in der Bewegung nochmal die Munition eingesammelt. Und weiter geht's. Kurz in Deckung gehen. Nate, hör
Hörst du mich? Ja. Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon, ja. In Ordnung. Gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Okay, zu einer Kirche müssen wir also hin. Und er hat oben gesagt, also geht's nicht mehr in die Unterwelt. Da kann man auf jeden Fall beruhigt sein. So, hier geht's sicher rüber zu klettern. Allerdings war hier ja noch was, nämlich ein kleiner Schatz. Den wir jetzt auf jeden Fall mal einsammeln können. Ein goldenes Vogelgefäß. Hier geht es weiter runter, aber ich glaube nicht, dass ich da lang muss. Hier ist alles zugeschüttet. Hier gibt es keinen Durchgang, also geht es hier weiter hoch. Ich bin mir sicher, die nächsten Gegner kommen gleich. Was ist denn jetzt los, Nate? Ist wahrscheinlich anders gedacht, aber er hätte sich da ruhig auch weiter entlanghangeln können. Ich meine, dieser Fall wird ihn nicht umbringen. Niemals. Ach, ich bin ein paar Meter weiter früher gespawnt. Okay, dann hier lang. Trotzdem, der Fall gerade eben war nicht besonders tief. Nicht tiefer als hier der Fall. Da haben wir es. Gab schon bedeutend Schlimmeres. So, okay, da muss er sich jetzt dran festhalten. Ja, ich sehe es. Ich sehe den Tipp. Also ich sehe es auch ohne Tipp. Frage ist, ob es Nathan Drake umsetzt. Jetzt macht er es. Jawohl. Einfach mal ganz hochklettern. Du bist tot. Ich hoffe, dass es bei zwei Gegnern bleibt hier. Noch ein Schatz drinne. Ein spanischer Goldkelch. Das war ein spanischer Silberkelch. Die haben lustigerweise dieselben Steine. Einfach anders eingefärbt. Solange sich die Schätze nicht zu sehr doppeln, ist es okay. So, hier wird mir quasi mein Weg gezeichnet. Das muss es sein. Bis dort hinten hin. Aha. Ein Herz mit zwei Schlüsseln. Ja. Was kann man denn da für Schlüssel ziehen? Oh, das war blöd. Ja, das hätte ich eigentlich vorhersehen müssen. Da habe ich wirklich gehofft, dass ich den Sprung ganz easy schaffe. Ja, viel zu übermütig hier. Der Schatz ist schon eingesammelt, sehr schön. Okay, da muss ich aber schauen, wie ich jetzt weiterkomme. Eventuell an der Wand. Ja, das sieht gut aus. Und wieder rüberspringen. Da haben wir vorhin unten die beiden Glocken betätigt. Also sind wir in derselben Kirche quasi angekommen. Das schieße ich sicherheitshalber mal kaputt. Dass ich da bloß nicht Gefahr laufe, selbst Opfer der Explosion zu werden. So, da kann ich mich sicher festhalten. Ja, das geht. Und jetzt rüberspringen. Das kriegt er noch hin. Aber auch nur ganz, ganz knapp. Da sieht man auch die ganze Munition, die wir nicht eingesammelt haben.
Weil wir entsprechend andere Waffen verwenden, klar. So, und jetzt... Ja, ich habe überlegt, ob ich den kurzen Weg nehme, aber ich nehme doch lieber den langen. Hätte man sicher mal ausprobieren können, aber ich bin schon zu häufig gestorben in dem Game. Oh. Hi. Hier ein Schlüssel. Und sicher ist auf der anderen Seite noch einer. Ja, da ist einer. Kann ich jetzt auch rüber. Aber nicht so, sondern so rum. Die Kanten hier übersieht man leicht. So, und jetzt hängen wir uns auch nochmal hier dran. Und jetzt können wir da weiter durchs Kirchenfenster. Na komm schon, er deutet sogar an, dass er nach rechts springen möchte. Ja, jetzt macht er es auch. Sehr gut. Nein, lass dich doch nicht fallen. Ich wollte die nächste Kante ergreifen. Nate, gib dir doch die Kante. So, Moment, ich gehe über den Weg hier rüber. Das sieht nämlich ein bisschen einfacher aus. Zumindest der Anfang. Oh, da wäre ich sogar fast nochmal runtergefallen. Ja, zumindest für den Anfangspart ist es ein bisschen easier. Das ist natürlich die Frage, ob man hier auch rüberkommt. Ja, das sieht gut aus. Hier mit der Kante. Hier wieder mit den Ketten. Das ist also quasi nochmal gespiegelt. Ja, sehr gut. Das wollte ich schon beim ersten Mal schaffen. Hätte er auch geschafft, wenn er einfach nur die Hand ausgestreckt hätte. Was ist das für ein Geräusch? Ein juwelenbesetztes Goldkreuz. Ja, sieh mal an. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ja, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich, Nate. Einmal weglocken. Kommt sofort. Und Sully? Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben. Das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Okay, jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen stealthig spielen. Worauf ich mich sogar ein bisschen freue. Stealth-Spiele sind nicht unbedingt mein Genre. Zumindest nicht mein absolut beliebtestes. Sullivan ist entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Aber die eine oder andere Stealth-Einlage macht doch Spaß. Okay, hier muss ich scheinbar doch nicht unbedingt lautlos durch, sondern kann hier genauso gut auch alle niedermähen. Das werde ich jetzt auch tun. Ach, um Himmels Willen. Oh. Die gegnerischen Scharfschützen können mich mit einem Schuss erledigen. Das ist nicht so geil. Na bitte. Sollte ich mir den Schuss doch lieber aufbewahren für die gegnerischen Scharfschützen. Ja, okay, ich muss die erstmal hervorlocken, damit die mit ihren Laservisieren erstmal ankommen. Wo sind denn die ganzen Gegner? Ach da, hi. Zwei erledigt. Da hinten ist einer. Da ist noch einer. Wow, da hat sich einer in den Tod geschmissen. Eieiei.
Sehr noble Geste. Ach, herrje. Typ mit dem Granatwerfer. Okay. Das dürften für das erste zumindest alle gewesen sein. Was haben wir hier für ein Loch? Da kann ich nicht reinschauen, da kann ich die Kamera nicht hineinschwenken. Insofern dürfte das nicht allzu wichtig sein. Was für mich jedoch wichtig ist, ist ein bisschen Munition zu haben. Auch für meine Primärwaffe. Oh, ein neues Spielzeug. Nee, die möchte ich nicht. Denn im Moment habe ich sowieso Munitionsmangel. Okay, gut. Schrotflinte. Besser als gar nichts. Kann ich die Granate auch länger in der Hand halten? Nee, er zieht den... Er zieht den Stecker erst, sobald ich loslasse. In den späteren Uncharted-Teilen kann man die, glaube ich, auch noch timen. Indem man die länger in der Hand hält, bevor man sie wirft. Was mir bei der Serie immer so ein bisschen gefehlt hat, war die Interaktion mit der Natur. Dass man auch quasi... Ja, sehr schön, dann habe ich die Granate aus der Hand geschossen. Habe seinen Wurf unterbrochen und entsprechend ging der im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Beispielsweise, dass man mit Tieren auch mal irgendwie Konfrontation hat. In Tomb Raider war es so. Eine goldene Inka-Maske. In dem Tomb Raider, das 2012, glaube ich, erschienen ist, da war es so, dass man ganz am Anfang schon Hirsch erlegen musste und dass es ja zumindest versucht wurde, es emotional umzusetzen. Ich habe es jetzt nicht gespielt, Tomb Raider, aber ich habe die Definitive Edition für die Xbox One bekommen durch Games with Gold und darüber hinaus habe ich noch die normale Edition für den PC auf Steam, habe ich auch, glaube ich, für so 2-3 Euro oder so bekommen. Auf jeden Fall würde ich das auf jeden Fall begrüßen. Ich habe zweimal auf jeden Fall gesagt, egal. Ich würde es zumindest begrüßen, dass ich auch das ein oder andere Tier in Uncharted sehen würde und dass es sich ein bisschen in die Survival-Richtung begeben würde. Nicht so wie Ark oder andere Survival-Spiele, wie zum Beispiel DayZ, aber dass man zumindest so ein paar Survival-Komponenten hat. Dass man selbst in der Wildnis überleben muss, quasi. Hey. Hey. Ich wusste, dass du schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Die sehen wir jetzt auch gerade. Also, hier haben wir einen Kelch, zwei Pfeile, dann ein Anker und ein Buch. Hier haben wir eine Muschel. Oh Mann, Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet. Ein Kelch. Aha. Ich kann es also auch entsprechend häufig drehen. Mal ganz kurz schauen. Da gibt es keinen Hinweis, wie häufig man die drehen kann. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ein Buch und ein Anker. Könnte natürlich heißen, ganz plump, zwei Pfeile, dreh das zweimal. Dann ein Anker, dreh das Buch einmal. Bloß in welche Richtung? In welche zeigt der Anker? In gar keine. Eine Krone... die wir nicht hier haben.
Also wahrscheinlich muss alles nach unten zeigen. Und man muss es in der richtigen Reihenfolge machen. Also, das haben wir schon nach unten gedreht. Jetzt das Buch. Oder Moment, vor dem Buch waren noch die zwei Schwerter da. Ich habe gerade eben, die zwei Pfeile. Ich habe hier die zwei Pfeile gesehen. Moment, die zeigen nach unten. Ah, okay, man muss die auf jeden Fall richtig rumdrehen. Wie sieht's hier mit dem Kelch aus? Das ist wirklich schwer, das auszumachen. Den muss ich, glaube ich, nochmal umdrehen. So rum war es, glaube ich, richtig. Sieht nämlich ein bisschen so aus, als wäre es gespiegelt. Das Buch muss entsprechend auch mit der Schrift richtig rum sein. Frage ist, wie rum ist es richtig rum? So wahrscheinlich. Ja, die Seiten, die hinteren Seiten sind unten zu sehen. Also, so dürfte es richtig sein. Der Anker ist richtig. Ja, der ist auch so schon richtig platziert. Die Krone muss ganz normal sein, klar. Die sieht auch normal aus. Die Schlange schaut nach links. Tut sie nicht. Und im Endeffekt kommt nochmal, also zum Abschluss, kommt nochmal die Muschel, die nach unten zeigen muss. So müsste es eigentlich jetzt stimmen. Es sei denn, ich könnte nochmal den Kelch drehen. Nee, am Kelch lag's nicht. Eventuell sind die zwei Pfeile falsch herum. In welche Richtung zeigen die? Zeigen nach oben beide. Wie sind die hier rum? Ah, okay. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sally, los, raus da! Was? Das ist eine Falle! Sullivan, alles okay? Sally! Ja, ja, bestens. Ach. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Das Schatzlager. Dort machen wir nächstes Mal weiter. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Dann schauen wir mal, ob wir Eldorado finden mit einem sehr, sehr nachdenklichen Drake. Haut rein. Bis dann.